So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil. Ich habe uns eventuell ein bisschen in eine brenzliche Situation durchaus gespielt, muss ich schon sagen. Wir haben zwar noch genug Schrotflintenmunition, aber die Heilung wird knapp und Chris ist einfach absolut nutzlos, wenn es vor allem um Inventarmanagement geht. Ich muss nochmal zurück, wo wir letztens waren in dem Bereich. Aber da kann ich jetzt eventuell einfach die Treppe hochgehen und dann die beiden Türen noch aufschließen, glaube ich, oder? Aber sind da oben noch Hunter? Ich glaube nämlich schon. Eieieiei. Naja, let's go. Ich glaube, den hier unten habe ich umgebracht, oder? Ja. Gut. Aber da oben warten sie gleich zu zweit und einer ist genau da, wo ich hin will. Ich muss den einen hoffentlich töten, bevor der zweite einmal rumgelaufen ist. Gucken wir mal. Ach Gott, oh Gott. What the? Come on. Das war jetzt gemein. Okay, der andere wartet anscheinend da hinten im Eck. Der ist anscheinend so ein Jumpscare-Gegner. Der kommt jetzt gar nicht. Dann kann der da hinten stehen bleiben. Ganz ehrlich. Diesen Schlüssel wegwerfen. Jawohl. Aha, genau. Der Hirschraum. Der Hirschkopfraum. Befehle. Streng geheim, 22. Juli 1998, Psalm 2, was? Ich weiß nicht, was das da hinten bedeuten soll. 2 geteilt durch 13. Bin ich gerade dumm oder warum? Ist das eine Uhrzeit? Da ist nur ein Leerzeichen, 2:13 Uhr. Ich bin einfach bescheuert. An! Soll das N groß sein? Dieses ganze, hey, was ist denn los? Aber okay. Alles ist hier so weird irgendwie. Ein Leerzeichen vor der Uhrzeit, das N groß, wurde wahrscheinlich sehr hektisch geschrieben, diese streng geheime Notiz. An den Leiter der Sicherheitsabteilung. Der Tag X rückt näher. Führen Sie die folgenden Befehle innerhalb einer Woche durch. Erstens, locken Sie die Mitglieder von STARS in das Labor und sorgen Sie dafür, dass sie mit den Bow kämpfen, damit wir Daten über aktuelle Kämpfe erhalten. Zweitens, entnehmen Sie pro Bow-Type 2 Embryos, damit wir sicherstellen können, dass alle Arten außer Tyrant vorhanden sind. Vernichten Sie das Labor Arklay einschließlich aller Wissenschaftler und Laboratorien auf eine Art, die nach einem Unfall aussieht. White Umbrella. Befehl wurde gespeichert. Diese Nachricht hier impliziert schon irgendwie, ne, dass der Virus auch absichtlich freigesetzt wurde. Ich meine, in Raccoon City war es ja offensichtlich, nee, keine Absicht, aber hier in der Villa eventuell schon. Aber vielleicht ist der Ausbruch denen auch dazwischen gekommen, bevor die irgendwie was anderes machen konnten. Möchten Sie den Augapfel herausnehmen? Da habe ich heute so ein super witziges Video von WeSource gesehen. Kennt ihr WeSource? Ist ein echt cooler und ein sehr lustiger Science-Kanal über wissenschaftliche Themen. Und der bereitet das immer sehr lustig auf eine sehr weirde Art und Weise. Hat einen Humor, der mich sehr anspricht. Sehr weird und manchmal auch creepy. Und der hat so gesagt, hey, wisst ihr was? Wenn ihr mal irgendwas echt Tolles seht und ihr habt keine Kamera dabei, dann ist das überhaupt kein Problem. Schließt einfach eure Augen für 30 Sekunden, dann öffnet ihr die Augen und starrt das, was ihr ansehen wollt, 3 Minuten lang an und dann entfernt ihr euren Augapfel und schneidet ihn in der Mitte durch und die hinteren, ne, und dann erklärt er quasi, dass die hinteren Farbzäpfchen quasi das Bild nach dem Tod tatsächlich gespeichert haben, was man davor intensiv angeguckt hat. Aber ja, er zeigt dann auch Bilder tatsächlich von Experimenten mit armen Häschen, was ich gar nicht cool finde. Und die sind sehr verwaschen und man kann sie nicht wirklich erkennen, aber es funktioniert theoretisch.
Ja, und diese Art und Weise, wie ihr das aufbereitet mit, hey, und dann nehmt einfach euren Augapfel heraus und schneidet ihn in der Mitte durch. Das finde ich lustig. Das gefällt mir. Okay, wir müssen jetzt den roten Stein ins Tigerauge setzen. Da sind bestimmt wieder Hunter, oder? Da sind bestimmt wieder Hunter ohne Ende auf dem Weg dahin. I don't like it. I really don't like it. Ich brauche eigentlich doch hauptsächlich aber auch... Ich meine, jetzt holen wir uns natürlich die Magnum, ne? Aber ich brauche vor allem auch die Batterie. Deswegen müssen wir leider unbedingt nochmal zurückgehen auch. Da ist einer. Achtung, ich schleiche mich an. Überraschung! Der ist an der Panzersteuerung gescheitert. Er hat es nicht geschafft, sich umzudrehen. Das kenne ich, Hunter, das kenne ich. We've all been there. Na, wer kennt's nicht? Okay. Vor dem Raum habe ich jetzt Angst, in den wir jetzt reingehen. Komm, das war doch jetzt mies, oder? Chris ist immer noch okay, na gut. Aber das war trotzdem mies. Ah! Das Spiel ist manchmal schon gut einfach. Der lebt immer noch. Dass sie dann auch immer gleich Doppeltreffer landen dürfen, ey. Diese Hunter, ich bin kein Fan. Nee, ich finde die eigentlich sehr cool, aber holy shit, sind das gemeine Gegner einfach auch, ne? Das sind einfach wirklich gemeine Gegner. Ach. So, Tiger, ich habe gute Nachrichten für dich. Du wirst dich freuen. Ich habe dein Auge gefunden. Bitteschön. Jetzt kann der Tiger wieder dreidimensional sehen. Das ist wirklich interessant, wenn ihr das noch nie getestet habt, dann versucht mal, am besten in einer Umgebung, die ihr nicht kennt, ne, am besten eine fremde Umgebung, versucht mal mit einem geschlossenen Auge einfach mit jemandem Ballfang zu spielen. Am besten wirklich in irgendwo draußen, ne, was das ihr nicht einschätzen könnt. Ist super schwer, den Ball zu fangen, wenn man nicht dreidimensional sehen kann. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, grundsätzlich sind jetzt Personen mit nur einem funktionierenden Auge nicht stark eingeschränkt. Denke ich, ne? Wie schwer sich da rein zu versetzen. Wenn zufällig jemand von euch vielleicht tatsächlich auf einem Auge blind ist oder ein Auge fehlt oder irgendwas, wäre das für mich tatsächlich mal interessant. Keine Ahnung, wenn ihr das teilen wollt. Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare, ob man stark beeinträchtigt ist mit nur einem Auge. Ich meine, der Verlust des dreidimensionalen Sehens ist, glaube ich, schon manchmal blöd, oder? Okay, hey, jetzt muss ich mal was testen. Nee, jetzt holen wir uns mal, jetzt legen wir erstmal die Magnum in die Kiste. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Die heben wir uns wirklich für Tyrant auf. Eventuell, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wir müssen mal gucken, wie es munitionstechnisch aussieht, ne? Nee, okay, vergesst es. So, wie sieht's denn gleich nochmal auf der Heilungsseite aus? Okay, noch zwei gute Kräuter. Ich nehme jetzt mal ein kleines Kraut. Zwei Mischungen haben wir noch. Okay. Hey, aber kann ich jetzt die Tür öffnen in dem Flur? Wir haben ja alle Schlüssel abgelegt. Aber von der anderen Seite kann ich sie definitiv nicht öffnen. Ich verstehe das nicht. Plop, plop, plop. Okay. Wisst ihr noch, als ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass die Treppen- und Türensequenzen mich überhaupt nicht nerven? Ich versteh's jetzt. Moment mal, ich kenne die Zahlen des Passcodes noch nicht. Damn it, und jetzt kommt der andere Hunter. Und ich habe nicht mehr so viel Hunter-Vernichtungsmunition. Barry, ich brauche dich und deine lebende Wesen-Tötungswaffen. Du Arsch, du. Nein!
Das war doch jetzt echt Cheaten. Der ist doch nie im Leben über meinen Schuss gesprungen. Du Cheater. Die sollten nicht Hunter, sondern Cheater heißen. Aber gut. Wo habe ich denn was übersehen, dass ich den Code nicht kenne? Das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt einen Umweg gehen. Aber macht ja auch nichts. Ich muss einfach nur runter und dann hinten in den Keller, ne? Ah, ich habe die Tür nicht von der anderen Seite entriegelt beim letzten Mal. Ach, dammit. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt? Ach, shit. Wie muss ich denn jetzt laufen? Ich habe vergessen, dass ich oben die Tür aufmache. Komme ich in... Nee. Oh Gott, jetzt weiß ich es wirklich nicht mehr. Ich muss in den Raum mit dem Schlangenboss, oder? Und dann durch den Untergrund. Aber ich weiß nicht mehr... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dammit. Oh Gott, habe ich uns jetzt in eine Sackgasse manövriert. Na, jetzt gucken wir mal. Wenn ich nach der in der Folge den richtigen Raum nicht mehr finde, dann muss ich mal nachschauen einfach irgendwo. Ach, dammit, warum habe ich denn die Tür nicht? Ah, ich einfach manchmal... Ach Gott, oh Gott. Aha, wartet, ich glaube, ich weiß es. Passt schon. Ich hoffe nur, dass in dem Flur jetzt keine Hunter sind. Ich werde versuchen, einfach durchzulaufen. Und falls es ganz katastrophal läuft, spule ich zurück. Weil immerhin cheaten die auch. Ganz offensichtlich. Diese Hunter. Die sind aber schon ungewöhnliche Gegner. Oh, und hier ist auch einer drin. Wollt ihr mich verarschen? Warum stellen die denn hier einen Hunter rein? Einfach nur, weil sie gemein sind, oder? Oh, come on. Moment, ich dachte, die habe ich schon getötet hier. Um Gottes Willen. Verdammt nochmal. Aber Hunter Spawn nicht neu, ne? Habe ich den tatsächlich übersehen, als ich schon mal da oben war? Wahrscheinlich. Oje, oje. Aber wir können eigentlich gleich wieder raus aus der Villa und abhauen. Ich bin nur mit... Wir hätten schon lange weg sein können, ne? Ich bin nur mit zu vollem Inventar leider blöderweise... da oben gewesen. Na, komm, öffne die Tür. Ich habe jetzt 2 Inventarplätze frei. Das heißt, ich kann... die Batterie mitnehmen und noch irgendwas anderes. Muss ich mir gut überlegen. Aber ich weiß, dass da noch Verzeihung, ich weiß, dass da noch einige Zombies unterwegs sind und die will ich natürlich mit der Pistole töten. Das wäre sonst wirklich voll verschwendet. Ich bin gespannt, ob die Zombie-Marmelade jetzt immer noch darum liegt. Also die Zombie-Schlangen-Marmelade. Die Yarn-Suppe. Nö, schade. Die hat sich schon aufgelöst. Na dann. Chris, springen wir nochmal in die Dunkelheit. What could possibly go wrong? Ja. Bedrohliche Musik.
Nee, Funkgerät wollte ich nicht. Ich wollte die Karte haben, kurz. Okay, passt schon. Die Spinde sehen einfach so aus, als könnte man mit denen interagieren, oder? Ich würde jetzt gern die Tür von der anderen Seite verriegeln, dass uns das nicht wieder passiert, aber ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass da oben ein Hunter warten könnte. Ich will möglichst keinem Hunter mehr begegnen jetzt. Okay, hier wäre eine Pflanze, eine Heilpflanze. Grundsätzlich schon auch was, das man mitnehmen könnte, ne? Aber jetzt muss ich noch mal kurz die Räume durchgehen. Einfach mal, um noch mal zu gucken, was es hier eigentlich noch an Loot gibt, das wir nicht mitnehmen konnten. War nämlich einiges. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar machen sollen. Was sollen wir machen? Okay, wir hätten hier Schreibmaschinenpapier. Grundsätzlich gar nicht schlecht, weil ich habe keins mehr. Pistolenmunition, okay. Können wir kostenlos mitnehmen zum Glück? Das ist immerhin schon mal gut. Ja komm, nehme ich das Schreibmaschinenpapier auch noch mit. Hey, übrigens, super cool, dass wir im letzten Stream das erste Resident Evil Bonusziel erreicht haben und wir jetzt Sweet Home spielen. Ich bin so gespannt auf das Spiel. Wenn die Folge jetzt online geht, habe ich schon gespielt, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Und ich bin super gespannt drauf, wie das, im Grunde kann man sagen, das Original Resident Evil, ne, so der Urvater der Resident Evil-Reihe, den jetzt mal nachzuholen. Zumindest teilweise. Ich weiß noch nicht, ob wir es durchspielen, aber zumindest mal ausgiebig anspielen, damit man sich einen guten Eindruck davon verschaffen kann. Da habe ich schon Bock drauf. Definitiv. Schon sehr cool. Ich muss alles abgeben, weil ich weiß natürlich nicht mehr, wo was lag und so. Aha, hier haben wir die Batterie, die wir auf jeden Fall brauchen. Finde ich sehr nett, dass einem das Spiel hier tatsächlich sagt, hey, jetzt kannst du im Hof den Aufzug in Betrieb nehmen, ne? Wenn wir jetzt ein Seil hätten, könnten wir eine ziemlich sichere Route zurücknehmen. Aber wir sind leider Chris. Und Chris hat kein Seil. Im Grunde, ne, wir haben uns ja in der letzten Folge im Stream so ein bisschen drüber lustig gemacht, wie nutzlos und scheiße Chris ist im Vergleich zu Jill. Und das stimmt auch. Aber Jill hat auch Barry. Muss man fairerweise sagen. Moment mal, den Weg, den ich jetzt gehe, können wir ja gar nicht gehen. Weil ich ja den Türcode nicht kenne und da wieder nicht aufmachen kann. Das ist ja wieder eine Sackgasse, in die ich jetzt laufe. Ja. Das ist wirklich doof, dass ich den Code nicht gefunden habe in dem Playthrough. Keine Ahnung, wo ich da einen Fehler gemacht habe. Aber wir haben die Batterie. Wir gehen jetzt wieder zurück. Dieses Geräusch, dieses Stöhngeräusch erinnert mich ein bisschen an Homer Simpson. Die klingen einfach wie Homer Simpsons.
Donuts. Vor allem im Englischen, finde ich. Die englische Stimme. Tja. Eine Erschütterung. Ey, warte, aber dann habe ich die Tür doch schon geöffnet, ne? Und die Abkürzung, weil ich da oben in dem Flur dann schon gegen die Hunter gekämpft habe, oder? Hä, ich kann mich nicht mehr erinnern. YOLO, was interessiert mich mein Gespiel von gestern? Was weiß denn ich? Irgendwas werden wir schon irgendwann irgendwie gemacht haben. Wer weiß. Okay, jetzt müssen wir im Grunde nur den sichersten Weg zum Aufzug finden. Oben wissen wir schon, dass da sehr viele Hunter sind. Sind unten auch sehr viele Hunter? Ich weiß es nicht. Für heute machen wir auf jeden Fall Schluss. Und beim nächsten Mal finden wir es raus, wenn wir die Villa verlassen. Macht's gut, bis dann. Ciao.